Extrem blond und extrem kurvig mit dem Schuss einiger Operationen. Das ist nicht der Sex-YouTube-Star Katja Krasowice, nein, die sieht so aus. Das ist die Promi-Big Brother-Kandidatin Emi Russ. Beim Promi-Big Brother-Kandidaten-Check treffe ich die 21-Jährige in ihrem Hamburger Zuhause. Der erste Eindruck, bei der Mini-Barbie sind Schönheits-OPs zentraler Lebensmittelpunkt. Auf jeden Fall habe ich jetzt das zweite Mal operiert. Das ist jetzt erst 2 Monate oder 3 Monate frisch. Willst du mal anfassen? Oh Gott, ich soll anfassen. Ja, kannst du anfassen. Ich soll anfassen. Alle sagen immer, du siehst so unnatürlich aus. Dabei ist an mir eigentlich nichts gemacht, außer wirklich meine Brüste, meine Lippen. Und das haben 70% der Mädchen da draußen. Ich kenne keine. Aus meinem Bekanntenkreis, ich kenne keine, die okay, Lippen und Brüste gemacht haben. Okay, da vielleicht ein bisschen haben. Weniger, aber es haben viele. Ich finde, es geht. Ja, in Emmys Welt sollen alle ihre Umbauten ertasten. Schon in der ProSieben-Show The Beauty and the Nerd forderte die Hamburgerin andere stets zum Silikon-Testdrücken auf. Die Intelligenz sitzt bei Emmy in den Brüsten, oder? Die Brüste sind dein Gehirn. Ist so, ja? Kann man sagen. Ja, ist klar. Sie helfen mir sehr beim Denken. Die Brüste helfen dir beim Denken? Ja, wenn du so drauf drückst, dann regt ja den Blutlauf an. Ja. Regt sich mein Gehirn auch an. Ah, verstehe. Also wenn du jetzt Abitur machen würdest, dann würdest du in der Abiturprüfung immer einfach die Brüste massieren und dann würdest du schneller denken dann würde können. Würde ja der Blutlauf, mein ganzes Venen und sowas anregen und dann... Apropos Intelligenz und Arbeiten, angeblich ist Emmy steinreich. Also du musst nicht arbeiten gehen so an sich. Ich habe jetzt keinen Job, wo ich jeden Tag hingehen muss, nein. Und aufs Konto wird immer so Geld raufgeschoben von einer unsichtbaren Geldquelle. Unsichtbare Quelle. Russische Mafia. Russische Mafia. Hast du irgendwie Abitur oder irgendwie eine Ausbildung gemacht? Vielleicht als Sekretärin oder irgend sowas? Nee, ich habe meine Realschule gemacht. Naja, in gewisser Weise ist die Pflege ihrer 52.000 Instagram-Follower ja auch irgendwie eine Arbeit, ne? Interessant ist, wen sie dadurch so kennenlernt. Ich habe bei Instagram auch schon so Prominente angeschrieben, die dich mal daten ja, wollen. Ja, Fußballer und sowas. Fußballer? Ja. Welcher Fußballer hat dich schon mal angeschrieben? Oh, das kann ich nicht sagen. Oh, bitte. Nee. Ist schon Bundesliga? Ich weiß nicht welche, ich kenne mich da gar nicht aus, irgendwas mit Schalke, glaube ich, war das. Ein Schalke-Spieler hatte ich angeschrieben. Das war so der letzte jetzt, der das gemacht hat, ja. Wie sah der aus? Blond. Blond. Von Schalke. Ja, ich glaube. So viel Liebe wie ihr Instagram-Account erfahren auch ihre Hunde Bonito und Vitali. Über die Vierbeiner komme ich an ein kleines Emmy-Geheimnis. Wieso heißt dein Hund Vitali? Bist du eigentlich aus Russland? Bist du eigentlich aus Russland oder so? Ja, ich bin halb Russin. Halb Russin? Bonny, die ist da. Komm her. А только говоришь по-русски? Да, по-русски. По-русски, да? Мы можем пройтись немножко тут, посмотреть на сад. Du kannst es auch so richtig geil mit dem R. Ah, und besteht da vielleicht ein Zusammenhang zwischen Erotik, Optik und Nationalität? So Frauen mit so russischem Hintergrund sehen gern so Barbie-mäßig aus. Kommt häufiger vor, oder? Kommt häufiger vor, definitiv. Warum ist das so? Russische Frauen mögen es einfach. Aber kann die sexy Russen-Emmy noch mehr als in sexy Klamotten Hundis kraulen? Auf ihrem Instagram-Account ist sie ständig auf schnellen Motorrädern zu sehen. Doch kann sie wirklich Motorrad fahren? Ich habe hier von mir so ein altes Motorrad mitgebracht. Ey, die ist von 1961. Bist du schon mal sowas gefahren? Oh mein Gott, nein. Das Motorrad fährt mit Benzin. Ja, deine Yamaha fährt auch mit Benzin. Echt? Wusstest gar nicht, dass dein Motorrad mit Benzin fährt? Ich glaube schon, ich weiß nicht. Also wenn ich runterfalle, ist es nicht schlimm, sagst du, ne? Ja, und jetzt geht's los. Ja, die Emmy kann mehr als nur Schönheits-OPs und sexy rumliegen. Sie kann Motorrad fahren. Und ob alle auf ihren russischen Erotik-Charme bei Promi Big Brother abfahren, das erfahren Sie hier ab Freitag in Sat.1.